Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu meinem 10-jährigen Special. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt bei diesem ganz besonderen Video. Am 1. März 2013 habe ich diesen YouTube-Kanal, damals noch Flui0392, damals ins Leben gerufen. Nun sind wir 10 Jahre in der Zukunft und zu diesem Anlass wollte ich einfach mal dieses kleine Special hochladen. Grundsätzlich, weil wir eigentlich jedes Jahr so ein Spezialvideo machen. Und heute, dadurch, dass wir 10-jähriges Special haben, mache ich natürlich ein besonders extra langes Video. Ich würde euch empfehlen, dieses Video eher so ein bisschen als Podcast anzusehen. Ich werde euch am Anfang des Videos noch ein bisschen was im Hintergrund zeigen, weil ich möchte euch so ein paar Statistiken zeigen, so aus dem letzten Jahr. Aber grundsätzlich werde ich im Background Gameplay zeigen. Ich wusste jetzt nicht, was ich euch im Background zeigen sollte, deswegen habe ich mich jetzt für Rune Factory 5 entschieden. Das ist so das Spiel, was ich aktuell privat spiele und deswegen dachte ich, ja, das mache ich euch als Hintergrund. Aber ansonsten könnt ihr dann gleich das restliche Video so ein bisschen als Podcast genießen. Ich möchte so ein bisschen darüber sprechen, was war so das letzte Jahr los, was waren so die letzten 10 Jahre los und was ich natürlich ebenfalls jedes Jahr mache, ist so euch so ein bisschen anzuteasern, was es im Jahr 2023 beziehungsweise natürlich dann auch 2024 hier auf meinem YouTube-Kanal so geben wird, das heißt, was wird es im 11. Jahr so geben und vor allen Dingen, wie lange werde ich denn jetzt überhaupt noch YouTube machen, weil, wie gesagt, 10 Jahre ist es jetzt mittlerweile her. Kommen wir aber jetzt nochmal zu den Statistiken des letzten Jahres. Ich habe euch so, gerade auch, weil ich euch die Statistiken zeigen wollte, weil es gibt, glaube ich, immer noch Leute, die wirklich glauben, dass ich mit diesem YouTube-Kanal wirklich irgendwie Geld einnehme. Aber ja, ich zeige euch das mal hier bei meinem YouTube-Kanal oder bei YouTube-Kanal. Gibt es den wunderbaren Punkt Analytics. Und ja, da kann man hier so ein paar Statistiken sehen. Ich habe das jetzt eingestellt auf 365 Tage und ihr seht, meinen geschätzten Umsatz, der ist nicht vorhanden. Er ist komplett bei 0. Das heißt, ich verdiene, ihr seht es hier, die wunderschöne Linie bei 0 Euro. Ich verdiene wirklich mit diesem YouTube-Kanal wirklich rein gar nichts. Also seit 10 Jahren verdiene ich mit diesem YouTube-Kanal nicht einen einzigen Cent. Bislang habe ich wirklich noch nicht ein einziges Cent in 10 Jahren mit diesem YouTube-Kanal tatsächlich verdient. Also ich könnte euch auch die restlichen 10 Jahre zeigen, aber ich wollte euch jetzt erstmal nur das eine Jahr zeigen. 10 Jahre verdiene ich mit diesem YouTube-Kanal gar nichts. Warum das so ist, hat ein paar bestimmte Gründe, die ich schon öfters in einigen Videos angesprochen habe. Das möchte ich aber jetzt nicht nochmal hervorrufen. Das würde auch wahrscheinlich ein bisschen auch den Rahmen sprengen. Deswegen möchte ich so ein bisschen drauf bleiben. Ich verdiene mit diesem YouTube-Kanal nichts. Das ist für mich in Ordnung. Falls ihr mich wirklich mal irgendwie finanziell unterstützen wollt und sagt, ey, ich möchte den Flui irgendwie, keine Ahnung, 1, 2, 3 Euro da lassen, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung reingucken, da ist der Spendenlink. Oder ihr könnt natürlich auch gerne bei Twitch vorbeischauen. Ich habe ja auch einen Twitch-Kanal, da könnt ihr gerne ein Abo abschließen. Ich glaube 3,99 € oder 2,99 € oder so kostet ja ein Abo. Also von daher, falls ihr sagt, ey, ich möchte den Flui finanziell unterstützen, dann könnt ihr mir entweder da auf Twitch ein Abo dalassen oder mir gerne was spenden. Aber ansonsten, wie gesagt, ich verdiene nichts und das ist ja auch ein bisschen auch meine Entscheidung. Es hat auch ein paar finanzielle Gründe, warum das so der Fall ist, aber das habe ich ja schon ein bisschen erklärt. Und ja, was haben wir so an Abonnenten dieses Jahr gemacht? 457, das heißt, es ist ein bisschen zurückgegangen. Das liegt tatsächlich auch ein bisschen daran, ihr seht, es gab auch ziemliche Downfalls. Das ist da, wo ich tatsächlich dann sogar Minus-Abonnenten gemacht habe. Ich weiß gar nicht, was hier überhaupt im Mai passiert ist, hier diese Zeitraum, was da überhaupt passiert ist, auf jeden Fall, da hatte ich auf jeden Fall so einen gewissen Halbphase. Ja, warum wir jetzt aktuell so ein bisschen weniger machen, liegt natürlich daran, mein YouTube-Kanal ist ja grundsätzlich eher an Sword Art Online ausgerichtet und aktuell haben wir ja das Problem, dass Sword Art Online Progressive nicht bei uns in Deutschland herauskommt. Und ja, auch grundsätzlich SEO-Content, wir haben zwar mit Varian Shodan so im November was gehabt, da gab es auch so mal eine kleine Hochphase, sieht man so ein bisschen, wo das dann auch wieder ein bisschen höher gegangen ist, aber gerade in den letzten Wochen und Monaten merke ich schon, dass das Interesse an Sword Art Online fast gar nicht vorhanden ist, beziehungsweise wenig vorhanden ist und deswegen sieht man es ja auch schon so, die letzten Wochen und Monate geht es hier bei mir ziemlich bergab und
auch so die letzten Wochen mache ich auch ziemlich wenig Abonnenten und ja, ich mache das ja immer noch weiterhin aus Spaß, aber trotzdem 450 Abonnenten, fast 460 Abonnenten in einem Jahr. Ich sag mal, kann ich mich nicht darüber beschweren. Natürlich wäre es schön, wenn wir mehr hätten. Aber ich sag mal so, ich kann ja jetzt auch nichts dafür, dass Sword Art Online jetzt nichts bringt. Hier seht ihr auch so weitere Statistiken, so Wiedergabezeit. Die ist jetzt bei mir nicht so hoch, um ehrlich zu sein. Das war aber schon immer so. Und ja, meine Aufrufe, das ist eigentlich auch sehr solide. Kann ich auf jeden Fall sehr gut damit leben. Wir sehen hier ein paar weitere Videos, das sind so die Videos, die am meisten natürlich Aufrufe bekommen haben in dem Jahr. Und ja, man sieht es hier schon, die Sword Art Online in Minuten Videos, die sind natürlich der absolute Kracher. Ich hätte ja eigentlich auch gehofft, dass ich mit Sword Art Online Progressive Aria of the Starless Night ein bisschen mehr Content machen könnte, dass ich da auch mehr Abonnenten zubekomme, aber ihr seht es ja, also gerade auch bei den Abonnentenzahlen. Wenn man sich das genau in der Statistik, das machen wir jetzt nicht, genau in der Statistik ansieht, dann sieht man das hier schon eigentlich wunderbar, dass eigentlich gerade die SEO-Minuten-Videos halt wirklich die krassesten sind. Ich finde es eigentlich auch schön, dass viele sich auch wirklich interessiert haben, den Sword Art Online Progressive-Film eigentlich in Deutschland zu gucken. Man sieht ja auch so die durchschnittliche Wiedergabezeit, die ist halt bei mir komplett in den Keller. Ich versuche halt vieles mit Thumbnails, auch hier ein Tutorial von Lee Corris. Und auch dieses Sachi-Video hat mich gefreut, dass das hier sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber ja, das sind so ein bisschen die Videos und die Statistiken des letzten Jahres. Grundsätzlich hat man natürlich viel Neues gemacht. Wir haben versucht, hier Speedruns zu machen. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Also jetzt, ab jetzt übrigens kann ich sagen, wird es ein kleiner Podcast. Es wird jetzt im Hintergrund Rune Factor 5 geben oder Rune Factor 5, je nachdem wie ihr es aussprechen wollt, werde ich im Hintergrund machen, euch zeigen. Falls ihr sagt, oh, das interessiert mich, das Spiel möchte ich mir angucken, könnt ihr euch im Hintergrund gerne das Gameplay angucken. Ansonsten könnt ihr dieses Video auch gerne als Podcast genießen und euch das so ein bisschen einteilen, dadurch, dass ja auch das ein etwas längeres Video ist. Ja, wir haben ja beim letzten Jahr versucht, so ein bisschen Speedruns hier auf dem YouTube-Kanal zu machen. Das hat hier überhaupt gar nicht funktioniert. Hat mich ein bisschen enttäuscht. Das lag aber auch so ein bisschen an meiner Dummheit. Ich habe mich ein bisschen schlecht vorbereitet. Gebe ich auch zu. Ich hätte mich da ein bisschen besser vorbereiten müssen. Deswegen haben wir das ja auf dem YouTube-Kanal wirklich weggekürzt und rausgeschmissen. Und ich habe das dann ja auf Twitch-Vorlage und das hat ja super funktioniert. Also ich sag mal so, die Leute, die bei mir bei Twitch dabei sind und auch die Sword Art Online Last Song Speedruns dabei sind, ich habe da auch schon positives Feedback bekommen, dass da einige Leute gesagt haben, ey, das ist richtig cool, das macht richtig Spaß. Vor kurzem haben wir jetzt gelevelt am Donnerstag, also morgen werden wir ja nochmal einen richtigen Run durchziehen, weil wir jetzt endlich mal ein paar Schwerter bekommen haben, die vernünftig sind, aber ja, ist es auf jeden Fall eine lange Geschichte. Ich bin jetzt mittlerweile schon sogar der drittbeste Sword Art Online Lost Song Speedrunner der Welt. Also könnt ihr gerne, falls ihr das nicht glaubt, könnt ihr gerne auf speedrun.com gehen, Sword Art Online Lost Song eingeben, dann bei New Game Plus reingucken und dann steht da der Name Flui auf Platz 3. Ich bin also jetzt aktuell wirklich der drittbeste SEO Lost Song Speedrunner der Welt. Das freut mich persönlich sehr. Und unser Ziel wird es natürlich sein, der Beste zu sein, beziehungsweise erstmal den Zweitbesten zu schlagen und dann irgendwann der Beste der Welt zu werden. Aber dass wir jetzt aktuell schon auf diesem dritten Platz stehen, das ist für mich persönlich eine Ehre und freut mich natürlich auch. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr da weiterhin dabei seid. Also die Speedruns machen mir sehr viel Spaß. Ebenfalls, was ja auf Twitch jetzt aktuell so ein bisschen regelmäßig ist, Pokémon. Weil ich einfach Bock habe auf Pokémon, aber nicht auf die neuen Pokémon-Spiele. Deswegen spiele ich ja auf Twitch ein bisschen mehr Pokémon. Aber ja, wir wollen ein bisschen mehr auf YouTube uns konzentrieren. Wie gesagt, viel Sword Art Online. Variant Showdown ist ja dieses Jahr rausgekommen. Und ich muss sagen, es ist eine absolute Enttäuschung gewesen. Muss man leider wirklich sagen. Ich werde gerade was die Zukunft von Variant Showdown auf meinem YouTube-Kanal angeht, später nochmal ein bisschen darüber sprechen. Aber ja, Variant Showdown, auf das habe ich mich so ein bisschen gefreut, dadurch, dass es ja ein Free-to-Play-Game ist und dadurch, dass es ja angekündigt wurde, dass es ein Multiplayer wird, dachte ich eigentlich, dass es so ähnlich wie Memory Defrog werden könnte, dass wir da wieder so richtig geile Community-Streams haben könnten. Gerade ich erinnere mich an einige Memory Defrog-Streams,
gerade zu Beginn meiner YouTube-Karriere, wo ich das hier auf Sword Art Online hier speziell gemacht habe auf meinem YouTube-Kanal, da hatten wir so geile MMD-Frog-Streams, da wart ihr richtig krass im Chat. Es hat vielen Leuten Spaß gemacht, denn zusammen mit der Community zu spielen, das war eine richtig geile Zeit und ich dachte, dass wir das in Variant Showdown nochmal bekommen. Gerade der erste Stream ging ja komplett durch die Decke. Auch wenn das ziemliche Bugs hatte, hatten wir das ja direkt zum Release gespielt und das war ein richtig krasses Stream. Und je länger es ging, desto schlimmer wurde eigentlich Variant Showdown, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Auch das Ende von Unleashed Blading tat mir natürlich ziemlich weh. Wir haben natürlich einen geilen Stream, wir hatten am Ende auch nochmal einen richtig geilen Stream. Also da kann ich mich auch nochmal bedanken bei diejenigen, die da trotzdem dabei waren bei dem Unleashed Blading Stream oder die grundsätzlich bei den Unleashed Blading Streams dabei waren. Es war immer wieder geil, wir hatten teilweise richtig krasse Zuschauerzahlen dabei. Also es war wirklich so, dass wir teilweise konstant immer 7 bis 8 Zuschauer dabei hatten. Es waren teilweise Streams dabei, wo wir wirklich teilweise 10, 11, 12 Zuschauer pro Schnitt hatten. Und wo dann einfach in der Höchstphase dann teilweise einfach 15 Leute im Stream waren. Das war für mich persönlich einfach eine absolut geile Phase auf diesem YouTube-Kanal, wo ich einfach gemerkt habe, ihr habt richtig Bock auf das und jetzt bei Variant Showdown merkt man, ihr habt halt keine Lust und das liegt halt, denke ich mal, nicht an mir, sondern es liegt halt an dem Spiel, habe ich ja auch schon viel Feedback bekommen, dass da viele Leute gesagt haben, ja, nee, ist nicht so geil. Und ja, Sword Art Online Alicization Decorous haben wir natürlich logischerweise weitergespielt, da sind wir jetzt mittlerweile fast durch mit dem Spiel und ja, es geht ja jetzt mittlerweile jetzt nur noch so ein bisschen um die 100%. Ich habe natürlich auch einiges versucht. Ich habe ja ein bisschen mehr jetzt Anime auf meinem YouTube-Kanal gebracht. Habe das ja ein bisschen versucht, ein bisschen auszuweitern, dass ich ein bisschen mehr nicht nur Sword Art Online mache, sondern dadurch, dass ich mich ja auch grundsätzlich für Anime interessiere, dass ich da sage, okay, ich versuche mich dahingehend so ein bisschen zu erweitern, hat er so mäßig funktioniert. Es gibt so Videos, die sind richtig gut durchgegangen, habt ihr auch richtig Interesse gehabt. Aber es gab auch viele Videos, wo ihr gesagt habt, nee, es war jetzt nicht so. Und ja, dann gab es ja auch grundsätzlich eine große Umstellung hier auf meinem YouTube-Kanal, dass ich dann gesagt habe, komm, ich mache das jetzt nur noch alle 2 Wochen. Gerade die Donnerstagsvideos, dass ich weniger jetzt auf meinem YouTube-Kanal bringe. Gerade auch, weil wir bei Lycoris so langsam durch sind. Habe ich einfach gesagt, okay, wir machen jetzt einfach weniger, dass ich einfach auch mehr Zeit hat. Und es ist mir persönlich auch wichtig, dass ich das auch so weitermache mit den 2 Wochen Rhythmus, auch wenn ich das Gefühl habe, dass das meinem Kanal etwas geschadet hat. Aber dennoch, ich bleib dabei, ist es gut so. Ja, das ist so ein bisschen das, was so letztes Jahr passiert. Es ist natürlich viel, viel mehr passiert, aber ich möchte da halt jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ja. Das waren so ein bisschen so die Sachen, die ich so aus dem letzten Jahr ansprechen möchte. Dadurch, dass wir jetzt 10 Jahre haben, möchte ich natürlich so ein bisschen nochmal zurückblicken auf die letzten 10 Jahre. Für die Leute, die sich fragen, wieso hat der Flui überhaupt seinen YouTube-Kanal damals überhaupt gegründet? Es war damals ja so, dass ich viele YouTuber geguckt habe, gerade Domtendo. Das war damals so ein bisschen meine Hochphase mit YouTube, wo ich viele Domtendo-Videos geguckt habe, der richtig geile Videos auch dazu gemacht hatte. Die Qualität war damals nicht so geil, aber trotzdem habe ich seine Videos gefeiert. Und er hat damals dann ein Tutorial auch hochgeladen, wie man selber YouTuber wird. Und an diesem Tutorial habe ich mich so ein bisschen orientiert damals. Und habe versucht, ihm da so ein bisschen das nachzuahmen und fand das persönlich damals auch sehr cool. Und ich habe das schon öfters gesagt, dass der eigentliche Grund, warum ich mit YouTube gestartet habe, ist eigentlich, weil ich damals Sportjournalist bzw. Sportkommentator werden wollte. Und ich wollte halt im Grunde genommen, ich habe halt öfters gelesen, mein großes Idol war da Wolf Christoph Fuß, der Kommentator von Sky. Der macht ja teilweise auch im Free-TV bei Sat1 hier ran, heißt es glaube ich. Kommentiert er ja ebenfalls und ich mag den halt immer noch, ich mochte den auch damals, war mein großes Idol und der hat damals öfters in einigen Interviews gesagt, wenn man ihn gefragt hat, okay, wie wird man im Grunde genommen das, was du bist, hat er gesagt, okay, du musst Sportjournalismus studieren und du musst ein bisschen deine Stimme entwickeln. Das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich das machen wollte, auch wenn es mir damals viel Spaß gemacht hat, Fußballvideos zu kommentieren. So ein bisschen wie ein eigener Kommentator, das habe ich immer privat gemacht. Meine Eltern haben mir immer gedacht, dass ich damals der komplette größte Vollidiot bin, aber ich habe es trotzdem damals gemacht und habe dann gesagt, okay,
gestarte das einfach mal und mache das halt jetzt auch auf YouTube. Am Anfang habe ich ja nur Nintendo-Spiel gespielt, weil ich damals nicht die Möglichkeit hatte, irgendwie auf dem PC aufzunehmen. Ich wusste damals nicht, wie das funktioniert. Damals war auch die Technik noch ein bisschen anders. Damals hatte man Fraps und Camtasia so ein bisschen als Aufnahme- und Schnittprogramm. Und das war damals ein bisschen schwieriger, gerne PC-Spiele aufzunehmen, beziehungsweise PlayStation 3 damals war es tatsächlich noch bei mir, Spiele aufzunehmen. Das hatte ich halt damals nicht die technischen Möglichkeiten oder die technischen Fähigkeiten dazu, das zu machen. Und deswegen war das bei mir noch ein bisschen Knorke. Und ja, erst dann später hat sich das ja immer mehr verändert. Und ja, warum ich diesen YouTube-Kanal Flui erstellt habe. Damals war es so, dass ich mir so ein bisschen überlegt hatte, so ein eigenes Produkt zu erstellen, weil ich war damals im Grunde genommen hatte eine Verkäuferausbildung und da habe ich natürlich so ein bisschen gelernt, wie man denn halt eigene Marken erstellt. Und ich wollte halt damals ebenfalls eine eigene Marke erstellen. Eine Marke, die im Grunde nicht existiert. Das war für mich damals so ein bisschen wichtig, dass ich eine Marke erstelle, die es so im Grunde genommen nicht gibt. Das heißt, wenn du an diesen Namen denkst, dann weißt du, du kannst im Grunde genommen nur meinen YouTube-Kanal in Verbindung bringen. Damals war es ja auch so ein guter YouTube-Kollege, mittlerweile heißt er jetzt nur Rufus, aber damals hieß er Ruffy. Und an Ruffy, wenn ihr den Namen Ruffy hört, dann denkt ihr automatisch an One Piece und nicht an irgendeinen komischen YouTuber aus Sachsen, der irgendwelche YouTube-Videos macht. Und das wollte ich halt nicht. Ich wollte halt wirklich eine eigene Marke erstellen, die es halt nicht existiert. Und das Ding ist, wenn ihr den Namen Flui hört oder irgendwann unterwegs seid und denkt an Flui, dann denkt ihr im Grunde nur an mich. Weil es gibt keinen Flui. Ich habe mal nachgeguckt, es gibt mittlerweile Fluis. Da gibt es irgendwo so eine komische Organisation. Könnt ihr mal googeln, da gibt es so eine komische Organisation. In der Chemie gibt es ja theoretisch noch Fluide, aber die haben nichts im Grunde mit mir zu tun. Das heißt, ich wollte damals eine Marke erstellen, die halt, wenn man sie hört, nur mich, die man nur mit mir verbinden kann. Und ja, damals kam ich dann halt irgendwann auf diesen Namen Flui. Und deswegen hieß er ja dann mein YouTube-Kanal Flui. Ich weiß, unspektakuläre Geschichte. Aber ja, ich wollte halt damals eine Marke erstellen, die halt nicht existent ist. Und Flui, wenn man den Namen Flui hört, dann denkt man halt automatisch an meinen Kanal. Ist auch zum Beispiel, wenn man den Namen Immon hört, dann denkt man halt nur an den guten, freundlichen Prognosen-YouTuber. Und so, ihr wisst es. Also von daher, das war mir damals schon ein bisschen ebenfalls wichtig, dass ich eine eigene Marke erstelle, die halt nicht existent ist. Und ja, damals habe ich ja angefangen, so Nintendo zu machen, dadurch, dass ich halt viele Nintendo-Videos geguckt habe und ich damals auch so ein bisschen in der Hype-Phase von Nintendo war. Ich hatte damals Nintendo so ein bisschen auch frisch wiederentdeckt. Ich hatte vorher nur Pokémon gespielt, aber ich habe dann plötzlich sowas wie The Legend of Zelda kennengelernt. Ich habe sowas wie Super Mario kennengelernt. Und das, was ich so ein bisschen gelernt habe und erlebt habe, das, was ich so ein bisschen auch von Nintendo gelernt habe, so auch wie geil Zelda-Spiele und wie geil eigentlich Mario-Spiele sind, so diese wiedergefundene Essenz, das wollte ich halt ebenfalls übertragen auf andere Leute, dass ebenfalls Leute sagen, oh geil, Mario, hatte ich vielleicht mal gehört, aber finde ich vielleicht nicht so cool jetzt bei den komischen YouTuber Flui, könnte ich mir das vorstellen, könnte es wieder geil werden, das mal wieder anzuschmeißen und dann doch wieder zu spielen, dass man dann ähnlich so ein bisschen diesen Flow hat. Und parallel habe ich dann irgendwie den versucht, FIFA-Videos zu bringen, was ja dann auch teilweise ganz gut funktioniert hatte, gerade dann mit Mario Kart und meinen damals Prognosen. Dann habe ich auch schon mal gesagt, dass das vielleicht damals ein Fehler war, dass ich da nicht ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Wucht in diese Videos gesteckt hätte. Das war damals schon ziemlich gut, meine Mario Kart 8 News. Gerade weil ich finde bis heute auch immer noch die Idee von Mario Kart 8 News, so wie ich sie umgesetzt habe, einfach cool. Es gibt ja viele Mario Kart 8 News Channels oder die Mario Kart 8 machen und nebenbei was anderes. Die kommentieren halt einfach nur drüber und ich habe das ja damals gemacht. Ich habe das ja gespielt und währenddessen halt im Grunde News vorgelesen. Und damals ist es dann halt so passiert, dass es dann halt diese kuriose Situation passiert ist, dass ich dann halt irgendwie über irgendwas gequatscht habe und euch News vorgelesen habe, aber gleichzeitig mich halt über Mario Kart halt aufgeregt hat. Und ich fand damals diesen
Mix eigentlich ziemlich cool zwischen, du hast etwas Informatives, aber gleichzeitig kannst du dich halt auch kaputt lachen über die Fails, die dieser komische Fluide hat. Ich habe es ja damals entschieden, dass ich das irgendwann beende, auch so mit dem Prognosen. Es waren damals halt sehr aufwendige Videos, heutzutage mache ich ja aufwendige Videos und damals hatte ich keine Lust auf aufwendige Videos und deswegen habe ich irgendwann die Prognosen in die Tonne geworfen. Und wenn man jetzt mittlerweile so bei meinen beliebtesten Videos so durchscrollt, dann sieht man da immer noch einige Prognosen-Videos, einfach weil die damals auch ziemlich gut funktioniert haben. Aber ich hatte dann irgendwann das Interesse verloren, solche aufwendigen Videos zu machen und habe es dann irgendwann in die Tonne geworfen. Ich bereue es bis heute, dass ich es nicht gemacht habe und nicht weitergemacht habe. Es ist ein Fehler, den ich gemacht habe oder den ich getan habe. Es sind solche Situationen, die brauche ich heutzutage. Gerade auch damals die Zeit mit Super Mario 3D World. Es waren damals richtig coole Zeiten. Aber ja, es hat sich halt alles viel gewandelt. Ich habe dann einiges versucht hier auf meinem YouTube-Kanal. Habe dann immer wieder gemerkt, okay, es bringt nichts. Es hat nie irgendjemand Interesse. Und dann habe ich ja irgendwann Sword Art Online so ein bisschen kennengelernt. Ich habe ja so ein bisschen schon die Story erzählt. So über Lala bin ich dann auf Sword Art Online gestoßen. Fand die Serie total geil. Habe dann versucht nach weiteren Möglichkeiten zu gucken, wie man die Serie weiter gucken kann. In Sachen, und dann habe ich ja dann irgendwann auch dieses Spiel Sword Art Online Lost Song entdeckt und ich fand das Spiel damals so cool, weil ich den Alpha-Heim-Arc einfach auch von dem Grundkonzept eigentlich ziemlich cool fand und habe gesehen, oh geil, in Japan gibt es ein Spiel Sword Art Online Lost Song und damals wurde dann berichtet, okay, das Spiel wird wahrscheinlich nicht nach Deutschland kommen, das wird wahrscheinlich ein Japan-Exclusive-Spiel sein, habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, ich hole mir das Spiel einfach aus Japan, importiere mir das Game und hab's dann halt einfach aus Japan importieren lassen. Es war damals sogar noch so, dass es englische Untertitel gab. Und deswegen dachte ich mir, ey, kack drauf, du holst es dir. Hab ich es mir wirklich aus Tokio, aus irgendeinem Tokio-Store, habe ich es wirklich damals dann bestellt. Es ist dann wirklich über einen Monat hat es dann gedauert, bis das Spiel irgendwann dann bei mir war. Hab's dann in die Konsole gelegt, hab mich gefreut. Ich glaube, das waren 5 Tage oder maximal eine Woche, bevor das Spiel bei mir ankam, kam die Ankündigung, ja, Sword Art Online Lost Song kommt übrigens in anderthalb Monaten übrigens zu uns nach Deutschland. Und ich dachte mir auch so, weißt du, es war eine Woche, kurz vor einer Woche, bevor es bei mir war, wurde dann so angekündigt, ja, Sword Art Online Lost Song kommt ebenfalls nach Deutschland. Ich dachte mir auch so, ja, schönen Dank auch. Aber ich habe es dann am Anfang auf der PlayStation 3 gespielt, später dann auf der 4er, dann auf Deutsch. Und hat natürlich dann viel Spaß gemacht und das war dann so eine richtige erste Hype-Phase, auch wo ich dann angefangen habe mit Memory Thief Rock und es lief dann halt einfach mit Sword Art Online ziemlich cool und ich habe einfach gemerkt, dass viele Leute einfach Bock haben auf Sword Art Online, dass es halt nicht so viele Leute auf YouTube gab, die halt wirklich Sword Art Online Content gemacht haben und ich habe ja schon öfter gesagt, ich liebe diese Serie und ich wollte halt einfach mehr auch dazu wissen und habe dann halt wirklich angefangen, auch weitere Spiele zu spielen und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich richte diesen YouTube-Kanal einfach auf dieses Grundkonzept aus und mache halt wirklich nur Sword Art Online Content, einfach weil ich davon einfach überzeugt war, dass das einfach funktionieren könnte und weil ich einfach damals gesehen habe, diese Nintendo-Videos, gerade mein The Legend of Zelda Twilight Princess Projekt, ich habe es ja schon mal erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, falls nicht, dann hier nochmal so ein bisschen ein Shoutout. Es war ein Projekt, was mir super viel Spaß gemacht hat, Twilight Princess hat mir super viel Spaß gemacht, das Projekt hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber ich glaube, aufruftechnisch, selbst nach einer Woche irgendwie 1, 2, 3 Zuschauer und das tat halt einfach weh. Das Projekt hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hatte so viel Spaß, auch an dem Spiel. So unfassbar viel Spaß. Das war damals das HD Remake. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Das hat aber niemanden interessiert. Das hat mir halt einfach so weh. Und das war halt nicht nur das erste Projekt, wo das es war, sondern es gab dann auch schon mehrere Projekte davor und danach, die dann halt nicht so gelaufen sind. Und das hat mir halt einfach so weh, dass ich dann spätestens dann gesagt habe, okay, komm, wir schmeißen einfach das Kanalkonzept über Sport und machen halt nur
SEO-Content und dann habe ich ja auch angefangen, diese SEO in Minuten-Videos zu machen, so ein bisschen auf diesem Grundprinzip, damals am Anfang noch von Ruffy, damals kam er denn, es war ja dann kurz bevor dann War of Underworld rauskam, also der zweite Teil der dritten Staffel und dann dachte ich mir so, Alter, das ist jetzt auch schon anderthalb Monate her oder es war dann auch schon ein paar Monate her, seitdem im Grunde genommen Alicization so durch war und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass niemand mehr wusste, wie es im Grunde genommen davor war und ich hatte erst überlegt, wie könnte man das irgendwie zusammenfassen und dann kam ich halt auf diese Idee mit Anime in Minuten und Ruffy hatte ebenfalls ja damals gesagt, dass er kein Interesse hat, da SEO in Minuten zu machen, weil er die Serie einfach nicht so feiert und deswegen hat er gesagt, ja, nee, machen wir nicht. Und ich habe mir dann so lange überlegt, okay, sollst du es jetzt wirklich machen? Dann dachte ich mir, scheiß drauf, du machst es jetzt einfach. Wirst viel Hate kassieren. Und ja, ich habe da mal, gerade im Alicization-Video und War of Underworld-Video merkt man das teilweise, dass ich viel von Ruffy auch so versucht habe zu übernehmen, was aus meiner Sicht so ein Fehler war. Gerade denn in den späteren Videos habe ich dann ja angefangen, so ein bisschen meinen eigenen Stil zu kreieren. Gerade jetzt zum Beispiel bei dem neuesten Video Alternative Gangel Online in Minuten sieht man das auch schön, dass ich wirklich mittlerweile einen eigenen Stil entwickelt habe, der halt sich komplett von Ruffy abgliedert. Da sieht zwar sehr aus wie das Videoformat wie von Ruffy, aber es ist mittlerweile etwas komplett anderes geworden. Also wenn man sich ein neues Video von Ruffy anguckt und sich dieses Alternative Gange Online Video anguckt, das sind komplett andere Welten, das sind komplett andere Videos, weil halt er ein komplett anderes Prinzip hat als ich, aber trotzdem gibt es halt trotzdem noch diese Kommentare mit, ja, das hast du kopiert. Ist ja in Ordnung, finde ich ja auch nicht schlimm und ja, ist natürlich, aber trotzdem ist halt, war natürlich übertrieben krass, dass dann so viele Leute dann auf meinen YouTube-Kanal gekommen sind. Ich meine, das Alicization-Video und das War of Underworld-Video ist ja jetzt mittlerweile auch schon ziemlich alt, aber dennoch gibt es immer noch so viele Leute, die auf diese Videos klicken und auch die Aufrufzahlen sind einfach nur unfassbar krass, wie viele Leute einfach auf diese Videos klicken und wie viele Leute sich denn dafür interessieren. Das freut mich natürlich, dass da so viel Interesse an SEO dabei ist und viele Leute auch kommentieren, freut mich natürlich. Und ja, ich habe dann versucht, dann weiter SEO zu machen und ja, es macht mir auch weiterhin viel Spaß. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich Sword Art Online auch viel verdanke. Gerade damals waren ja meine englischen Kenntnisse nicht so gut. Und damals gab es ja dann das Spiel Sword Art Online Re-Holo Fragment. Und ich habe gesagt, ey, das Spiel gibt's nur auf Englisch. Und ich wusste, dass viele in meiner Community auch sagen, okay, ich kann kein Englisch. Ich verstehe halt kein Englisch. Es gibt ja einige Leute aus meiner Community, ich weiß da auch bei Namen einige Leute, die halt einfach kein Englisch können. Ich werde die jetzt hier nicht beim Namen nennen, aber ich weiß, dass es da einige Leute gibt. Und damals war es halt so, dass ich kein Englisch jedenfalls zu diesen Leuten gehörte, die wirklich verdammt Schwierigkeiten hatten im Englischen verstehen, lesen und schreiben. Das war halt damals ein richtig großes Problem für mich. Und ich denke mal, auch bei den Leuten, die das jetzt ebenfalls haben, ist das wahrscheinlich ebenfalls so ein Problem. Und dann guckst du ein YouTube-Video und das Spiel ist aber auf Englisch und der YouTuber sagt dann im Video, ja, ihr könnt ja sowieso alle Englisch, also brauche ich das nicht zu übersetzen. Und das war für mich immer so eine Sache, die mich persönlich immer sehr stark getriggert hat. Weißt du, du selber konntest halt kein Englisch, guckst ein YouTube-Video und dich interessiert halt das Spiel von der Story. Damals war es zum Beispiel Danganronpa, habe ich dann damals einige Projekte geguckt und auch andere Spiele, die halt wirklich nur englische Untertitel bzw. englische Texte hatte. Und mich hat das Spiel total interessiert, aber dann gibt es halt immer wieder solche YouTuber, die sagen, ja, ihr könnt ja alle sowieso Englisch, braucht das nicht zu übersetzen, anstatt irgendwie wenigstens eine Grobübersetzung zu machen. Und darauf hatten die halt einfach keine Lust. Und gerade dann, wo ich den Horror Fragment gespielt hatte und dann halt auch nicht alles zu 100% verstanden hatte, dachte ich mir, okay, du kannst jetzt eigentlich kein Projekt dazu machen. Und es gibt dann auch noch einige Leute, die kein Englisch verstehen. Wie setzt du das um? Da kam ich dann halt einfach auf die Idee, lass doch einfach mal die kompletten Texte, die dort auch in dem Spiel sind, einfach mal vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Wenn man sich die Videos anguckt, also die ganze Story, die da in Re-Holo Fragment ist, das hat damals wahnsinnig viel Zeit investiert. Ich glaube damals, das Projekt geht auch über 5-6 Jahre, weil das halt so viel Zeit gezogen hat. Aber das Ding ist, du liest halt die ganze Zeit englische Texte,
versuche sie ins Deutsche zu übersetzen. Dadurch, dass ich eine Leserechtschreibschwäche habe, sind die jetzt auch nicht zu 100% perfekt ins Deutsche übersetzt. Also, aber man kann schon zumindest den Sinn dahinter verstehen. Und denn auch, wo einige Leute, kann man zum Beispiel in einigen ersten Parts von dem Projekt sehen, wenn dann Leute einige in den Kommentaren schreiben, hä, wo hast du überhaupt die deutsche Übersetzung? Oder woher hast du den deutschen Patch her? Oder woher hast du diese deutsche Version her? Ich sag mal so, man klar erkennt man es natürlich, dass es eigentlich von mir eingefügt ist, aber es hat mich persönlich dann auch so ein bisschen stolz gemacht, dass dann Leute gesagt haben, hä, lol, du hast hier einen deutschen Patch mit reingebracht, dass einige Leute wirklich geglaubt haben, ich habe einen eigenen Patch gemacht, obwohl ich das halt wirklich selber übersetzt habe in den Videos, hat mich persönlich sehr stolz gemacht und ich habe damals viel durch diese SEO-Videos dann auch ins Englische auch viel gelernt, hat mir sehr geholfen und dann habe ich ja auch angefangen, die Sword Art Online Bücher zu lesen, gerade weil es dann ja mit der Serie nicht weiterging, aber ich wollte halt wissen, wie es weitergeht, gerade jetzt mit Moon Cradle und jetzt natürlich auch mit Union to Ring hat mich interessiert, wie es weitergeht und ich habe mir dann ja ebenfalls die Bücher gekauft und dadurch habe ich ja ebenfalls dann mehr verstanden, wie das überhaupt mit dem Englischen funktioniert, habe ich auch schon mal öfters gesagt, wenn ihr sagt, okay, ich verstehe kein Englisch, versucht euch irgendwas zu nehmen, was ihr halt mögt, was ihr gerne liebt, falls ihr, keine Ahnung, Harry Potter Fan seid, versucht irgendwie ein Harry Potter Spiel zu finden, was auf Englisch ist und versucht das zu spielen in euren eigenen Tempo und versucht halt jeden Satz Step by Step zu übersetzen, so dass es dann für euch irgendwann Sinn macht. Es dauert lange, ich weiß, aber das ist so ein bisschen auch der Rat, den ich euch so ein bisschen mitgeben kann. Wenn ihr sagt, okay, ich habe englische Schwierigkeiten und ich möchte das gerne verbessern, dann nehmt euch halt euch irgendwas, wo ihr sagt, das ist geil, das macht mir Spaß und spielt es dann halt auf Englisch oder versucht dann irgendwelche englischen Filme zu gucken. Selbst wenn ihr nur ein bisschen versteht und ihr ab und zu ein paar Probleme habt, ist kein Problem. Lasst euch einfach wirklich die Zeit und dann merkt ihr einfach, wie ihr dann so Step by Step dann so ein bisschen besser Englisch verstehen könnt. Das hat mir ja auch persönlich ziemlich gut geholfen und ich bin da Sword Art Online ja immer noch sehr dankbar. Ja, ich hatte ja auch überlegt, so ein bisschen wie der gute Imran 6515, der hat ja ebenfalls vor ein paar Jahren oder vor, ich glaube, vielen Monaten, hat er ja ebenfalls ein 10-Jahres-Special und damals hat er gesagt, so, okay, ich mache für jedes Jahr ein Video. Ich wollte es aber nicht machen. Ich habe gesagt, okay, ich mache ein ganz großes Video und spreche darüber. Was ich natürlich ebenfalls aus den 10 Jahren noch erzählen muss, ich habe ja damals, ich habe ja gesagt, dass ich am Anfang den YouTube-Kanal gemacht habe, nur aufgrund von, weil ich Kommentator werden wollte, weil ich Sportreporter werden wollte. Der eine oder andere weiß, ich bin es leider nicht geworden. Hängt leider auch damit zusammen, dass ich habe es ja gerade eben schon mal erzählt, dass ich eine Leserechtschreibschwäche habe, also LRS heißt es so. Und ja, das hat mich leider ziemlich ausgebremst damals und das hat mich ziemlich weh getan, weil wenn du LRS bzw. Leserechtschreibschwäche hast, kannst du keinen Journalismus studieren und Journalismus brauchst du halt, um Sportreporter zu machen. Das hat mich damals wirklich ziemlich fertig gemacht, hat mich mental ziemlich kaputt gemacht, weil ich halt einfach diesen Beruf wollte, weil ich einfach Bock hatte auf diesen Beruf und weil es mir einfach Spaß gemacht, gerade durch meine Mario Kart 8 Videos, hat es einfach so viel Spaß gemacht, Sachen zu recherchieren und Sachen dann aufzuarbeiten. Das hat mir einfach so viel Spaß gemacht und dann einfach zu hören, ja, kannst du nicht machen. Das war auch zum Beispiel ein Grund, warum ich die Mario Kart 8 Videos dann nicht mehr gemacht habe, weil mich das so ein bisschen, ja, down gezogen hatte, weil ich halt einfach wusste, okay, ich kann hier versuchen, irgendwas Journalistisches zu erarbeiten, wenn ich das halt nicht aufs Papier kriege oder wenn ich das nicht vernünftig lese, technisch hinbekomme, kann ich das sowieso in den Tonnen hauen. Und das hat mir damals ziemlich weh getan. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich damals die Mario Kart 8 Videos auch so ein bisschen in den Tonne geworfen. Gerade auch dann auch die Prognosen. Ich habe ja dann auch so viel recherchiert. Denn, also wenn man die Prognosen bei mir anguckt, das sind halt nicht nur einfach Prognosen, sondern es gibt dann auch noch Hintergrundinformationen von irgendwie von irgendwelchen Spielen, die damals dann waren. Und ich habe das halt versucht, so ein bisschen Recherche zu machen. Und das war auch zum Beispiel der Grund, warum ich das damals dann weggehauen hat, einfach weil ich nicht keine Lust hatte, sondern weil es mich dann damals so ein bisschen mental kaputt gemacht hatte und deswegen habe ich gesagt, okay, bin ich dann schon kein Journalist werdende, ja, warum soll ich hier journalistisch denn weiterarbeiten? Das war damals auch so ein Grund, wo ich dachte, okay, du kannst auch YouTube beenden,
habe dann aber weitergemacht, einfach auch, weil ich coole Menschen gefunden habe. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel aktuell noch YouTube weitermache, ist einfach, weil ich ziemlich coole Leute treffe. Rufus war der Erste, den ich ja hier so richtig krass kennengelernt habe. Falls du immer noch dabei sein solltest bei dem Video, Kuss geht raus. Nichts irgendwie falsch verstehen, aber ich bin einfach Rufus ziemlich dankbar, dass ich ihn damals getroffen habe. Er hat damals unter meinen Formel 1 Videos 2012, glaube ich, Formel 1 2012 oder 2013 war das, wo ich damals auch einen Bug hatte. Das war damals eine verrückte Zeit. War einer meiner ersten Projekte und damals hatte Rufus den rein kommentiert und damals hat, wie gesagt, noch unter dem Decknamen Ruffy. Und ich habe mich dann mit ihm verstanden, er hat mich dann auch eingeladen in das Games Kolosseum, habe dann einige andere coole Leute getroffen. Dadurch, dass er dann auch FIFA gemacht hat, habe ich dann einige andere Leute kennengelernt, wie MG Muss mit und CMS Dynamo. Ich habe so viele coole Menschen getroffen, gerade durch Rufus, und es hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht und ich bin da Rufus immer noch heutzutage sehr, sehr dankbar und ich bin dir einfach unfassbar dankbar für das, was du getan hast, das, was du für mich getan hast. Ich bin da einfach unfassbar dankbar, dass du mich dann auch ins Games Kolosseum denn mit eingeladen hast und mir dann überhaupt diese Möglichkeit eröffnet hast, so viele coole Menschen denn zu treffen. Und das war halt einfach eine verdammt coole Zeit und ich bin dir bis heute ja sehr dankbar, dass du immer noch an meiner Seite bist, dass wir uns dann sogar teilweise im Real Life schon zweimal getroffen haben. Einmal beim guten Immon und dann einmal bei dir. Ich hoffe, dass es auch weiterhin passiert und ich bin einfach unfassbar dankbar. Und eine zweite Person, die ich hier unbedingt natürlich erwähnen muss. Es war damals so, ich habe ja viel Mario Kart 8 gemacht und ich wollte halt einfach jemanden, mit dem ich im Grunde genommen zusammenzocken kann, und habe dann einfach verschiedene Mario Kart 8 YouTuber gesucht, die halt ebenfalls Mario Kart 8 gespielt haben. Ich habe so viele YouTuber angeschrieben, das kann man sich da bis heutzutage nicht mehr vorstellen, wie viele YouTuber ich damals angeschrieben habe. Und also es waren wirklich sehr, sehr viele. Ich weiß nicht, ob es eine zweistellige oder eine dreistellige Zahl denn sogar war. Ich habe wirklich viele YouTube, ich habe einfach wirklich auf YouTube Mario Kart 8 eingegeben und habe wirklich jede Seite durchgescrollt, um zu gucken, okay, wer spielt Mario Kart 8, wen könntest du fragen. Da waren natürlich, waren dann ganz große dabei, wie zum Beispiel Domtendo. Da habe ich dann gleich nicht gefragt, weil ich wusste, okay, der wird mir auf jeden Fall nicht antworten. Ich habe dann aber versucht, so kleinere YouTuber anzuschreiben mit so wie 1000 Abonnenten und 2000 Abonnenten und ich glaube bis zu 3000 Abonnenten habe ich mich so ein bisschen getraut. Aber der Rest dachte ich mir, ja, die wollen sowieso nicht mit mir spielen. Aber dann habe ich einen YouTuber gesehen, der hat so Bundesliga-Prognosen gemacht und der hat teilweise dann auch parallel dann auch Mario Kart 8 und einige andere Sachen, wie zum Beispiel FIFA gespielt, und ich dachte mir auch, das ist einfach eine ziemlich coole Person. Ich meine, er mag Fußball, ich mag ebenfalls Fußball, wisst ihr, ich bin großer Werder Bremen-Fan. Er spielt FIFA, ich spiele auch gerne FIFA. Und das, was ich gesucht habe, er spielt Mario Kart 8. Und das war halt einfach eine geile Kombo. Hab dann gesehen, dass er irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten er hatte, glaube damals irgendwie, auf jeden Fall waren es 1000 noch was. Ich stand irgendwie damals bei 400, 500 noch was damals, also noch ein ganz kleiner Dude. Und er hatte ganz, ganz viele Abonnenten. Und ich dachte mir so, das ist so, und ich habe dann seine Videos geguckt, ich dachte mir, Alter, das ist so ein sympathischer Typ. Und ich dachte mir so, okay, der wird dir wahrscheinlich sowieso nicht antworten, aber du schreibst ihn einfach mal an und fragst, ey, yo, hast du vielleicht Bock, mit mir Mario Kart 8 zu spielen? Und ich dachte mir, okay, der wird mir sowieso nicht melden. Aber ich fand den Typen so auch sympathisch, auch so in seinen Videos kam er einfach so sympathisch rüber. Ich dachte mir, du schreibst ihn einfach an und guckst einfach mal, was passiert. Und ja, am Ende war es dann so, dass er dir gesagt hat, ey, yo, lass uns zusammen spielen. Und damals haben wir uns dann sogar noch zu Super Smash Bros. Getroffen. Das war dann auch damals der Teil auf der Wii U, wo wir uns gesagt haben, komm, wir treffen uns da. Und dann haben wir das gespielt. Und es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Und es ist, ja, wie ihr euch schon denken könnt, der gute Immann 615. Es war einer der besten Entscheidungen, die ich wahrscheinlich in meinem Leben getroffen habe, ist Immann anzuschreiben, ob wir zusammen was spielen könnten. Ich würde wirklich bis zum heutigen Tag glauben, das ist einer der besten Entscheidungen, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe, Immann anzuschreiben und ihn zu fragen. Das bleibe ich wirklich dabei. Also wenn mich jemand fragen sollte, Flui, was ist einer
Sag mal bitte deine beste Entscheidung, die du jemals in deinem Leben getroffen hast. Ich würde auf jeden Fall diese Entscheidung immer anzuschreiben, auf jeden Fall mit dazu ziehen. Ich bin so dankbar, dass ich diesen jungen Mann getroffen habe. so jung ist er nicht mehr, aber trotzdem ist es. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass wir uns heute immer noch kennenlernen, dass ich ihn schon öfters treffen durfte. Und es ist einfach unglaublich cool, diese Menschen überhaupt treffen zu können. Und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich ja immer noch YouTube mache. Ich habe so viele tolle Menschen getroffen. Ob das, wie gesagt, Rufus ist, ob das jetzt immer ist. Aber ob das jetzt zum Beispiel der gute Technorax, also damals Technorax, heute, ich weiß es mittlerweile, doch, ich glaube, heute heißt er sogar noch Technorax, mittlerweile Ian. Ob das der gute Midnaflu ist, der mich damals angeschrieben hat, ob ich seine WhatsApp-Nummer haben kann, wo ich mir auch so dachte im ersten Moment, was ist das für ein cooler Typ? Und dann gesehen habe, Alter, das ist so ein cooler Typ. Ob das Chana Yuki ist, ob das jetzt 1 ist, ob das jetzt Brusa ist, den ich jetzt ebenfalls, gerade an 1 und Brusa, die ich jetzt ebenfalls neu kennengelernt habe. Ich kann gar nicht so viele, wie gesagt, ob das MG ist, ob das CMS ist, ob das Free ist. Ich kann gar nicht so viele Leute aufzählen, die ich ja so kennengelernt habe und die ich wirklich einfach unfassbar wertgeschätzt habe. Und ja, das ist einfach nur unfassbar stark, was ich für Menschen hier treffen konnte. Und das ist halt auch noch der Grund, warum ich YouTube mache, weil ich einfach hier so tolle Menschen getroffen habe. Wie gesagt, falls ich jetzt dich, der jetzt zuguckt, falls er sagt, hey, du hast mich vergessen, entschuldige ich mich dafür. Es gibt so viele tolle Menschen, die ich hier getroffen habe, wo ich einfach nur unfassbar dankbar bin, diese getroffen zu haben. Klar, es hat bei einigen ist dann irgendwann auseinandergegangen mit der guten Melina, mit dem guten MG, wo man es jetzt nicht mehr so oft trifft, aber trotzdem immer noch einer der verdammt coolsten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Es sind so viele Leute, die einfach begegnen durfte, nur halt einfach, weil ich diesen YouTube-Kanal gemacht habe. Und das ist einfach auch der Grund, warum ich YouTube einfach aktuell mache, weil ich einfach Menschen treffe oder kennenlerne, die ich so in meinem Leben niemals getroffen hätte. Also allein, es gibt jemanden, den ich aus dem Norden kenne, jemanden, aus dem ich Berlin kenne. Es gibt viele Leute, die ich aus dem Westen, also da Ruhrgebiet kenne. Es gibt Leute, die ich aus Bayern kenne. Oder sozusagen grundsätzlich aus dem Süden, aus jeder Himmelsrichtung in Deutschland. Und es gibt sogar jemanden, den ich aus Luxemburg kenne. Und es ist einfach nur unfassbar cool, was ich so für Leute getroffen habe, die ich so in meinem Leben, im Real Life, niemals getroffen hätte, hätte ich nicht YouTube begonnen. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, vielen, vielen Dank. Und das wollte ich einfach mal loswerden über diese 10 Jahre. Also damals, als ich dann gemerkt habe, okay, es wird nichts mit Journalismus, das kann ich eigentlich in eine Tonne hauen. Das hatte ich eigentlich schon damals vor, meinen YouTube-Kanal zu beenden, weil ich dachte mir so, warum, für was? Aber gerade dank euch ist es halt wirklich so gewesen, dass ich diesen Kanal halt immer noch weitermache. Ja, ich kann jetzt noch so viele Sachen erzählen über Sachen, die in der Vergangenheit so passiert sind, aber ich wollte das halt jetzt nicht zu groß machen und es soll jetzt kein mega 10 Stunden langes Video sein, sondern es sollte zwar schon ein Podcast sein, aber jetzt nicht ultimativ mega, mega lang. Deswegen möchte ich es einfach so ein bisschen belassen bei diesen 10 Jahren. Ich bin einfach euch wahnsinnig dankbar an die jetzt mittlerweile 2520 Abonnenten, die hier auf diesem YouTube-Kanal sind. Einfach jeden Menschen würde ich eigentlich am liebsten persönlich treffen wollen und einfach mal mich bedanken. Auch die Leute, die vielleicht nicht abonniert haben und sagen, trotzdem, ich gucke jetzt hier jedes Video von Flui. Auch da vielen, vielen Dank, ob ihr abonniert habt oder nicht. Und sagt, ey, ich mag den Flui einfach. Ich bedanke mich einfach bei jedem. Das möchte ich einfach nochmal sagen. Einfach vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre mein Leben auf jeden Fall nicht so schön, wie es jetzt ist. Einfach mal vielen, vielen Dank. So, bevor das jetzt nicht noch zu emotional und zu tiefer wird, würde ich gerne noch ein bisschen was zur Zukunft sagen. Weil in diesen Videos spreche ich nicht nur über die Vergangenheit, sondern auch über das, was kommt. Und ja, da möchte ich so ein bisschen was darüber sagen.
Ja, was habe ich jetzt in Zukunft vor? Kommen wir erstmal zur näheren Zukunft oder muss man sozusagen. Ja, was wird jetzt in Zukunft erstmal passieren? Ich habe ja schon am Montag gesagt, dass bei Variant Showdown, und ich habe das jetzt auch schon hier in dem Stream gesagt, bei Sword Art Online Variant Showdown, dass da jetzt so ein bisschen aussieht, so nach dem Motto, weiß ich nicht. Also ich habe ja gesagt, so vor drei Streams, wo wir einen richtigen katastrophalen Stream hatten, fast niemand dabei war und ich gesagt habe, okay, mal gucken, wir gucken das jetzt mal. Ich wollte keine Abstimmung machen, weil ich weiß, dass Abstimmungen jetzt nicht so repräsentativ sind. Und deswegen habe ich gesagt, okay, du machst jetzt einfach keine Abstimmung, sondern du guckst selber und guckst, wie es wird. Und ja, Variant Showdown ist halt bei euch nicht beliebt. Ich habe es ja hier schon in dem Video gesagt, es liegt nicht an mir, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern es liegt halt wirklich am Spiel. Und ich habe halt schon viel schlechtes Feedback von dem Spiel gehört. Und ich meine, es ist in Ordnung. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan. Deswegen habe ich mich entschlossen, ich habe ja gesagt, es gibt ja diesen Battle Royale Modus und es gibt ja die Möglichkeit, dass es wieder Multiplayer gibt, gegen andere Leute zu spielen. Wenn es das tatsächlich ist, dann werde ich auf jeden Fall nochmal auf YouTube Sword Art Online Variant Showdown streamen. Aber ansonsten, ich werde da nochmal ein separates Video machen, aber ansonsten wird Sword Art Online Variant Showdown Streams es nicht mehr auf YouTube geben. Ich habe aber auch schon gesagt, das war damals in dem Video, dass ich gesagt habe, okay, es ist jetzt wird nicht komplett vorbei sein auf Variant Showdown, sondern ich outsource das. Das heißt, ich mache das woanders und zwar auf Twitch. Sollte es irgendwann wieder ein neues Event geben und ich sage, oh ja, das klingt interessant, dann werde ich das auf Twitch streamen. Ich werde das dann immer ankündigen, denn auf meinen Social Media Accounts, aber natürlich hier auch auf dem YouTube Community Tab, da solltet ihr auf jeden Fall immer so ein bisschen vorbeikommen. Da werde ich im Grunde genommen auch immer die wichtigsten Sachen dann immer posten. Das heißt, dort werde ich dann immer schreiben, hey, you, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel am Donnerstag, jetzt mal aus dem Bauch raus, am Donnerstag 19 Uhr gibt es einen Stream von Sword Art Online Variant Showdown auf Twitch. Könnt ihr gerne vorbeigucken. Also da werde ich so ein bisschen Variant Showdown streamen. Mal gucken, wie es da wird. Aber auf jeden Fall werde ich Variant Showdown outsourcen auf Twitch. Und es wird nicht mehr Variant Showdown hier auf YouTube geben. Also als Stream. Was mit der Storyline wird, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich sehe, dass Variant Showdown eher so mäßig geht. Es gibt ein paar Videos bei mir, die sind eigentlich ziemlich gut, aber nicht alles ist so perfekt. Ich würde aber erstmal gerade bei der Variant Showdown Story einfach sagen, das bleibt erstmal weiterhin auf dem YouTube-Kanal. Also Streams entfallen, aber die Videos, die immer freitags um 16 Uhr kommen, würde ich grundsätzlich lassen. Was ich ebenfalls schon am Montag angekündigt habe, ist, dass vielleicht was anderes kommt. Und zwar gab es jetzt immer mal wieder die Frage, ja, wie könnten wir nicht irgendwie Community-Sachen in Sword Art Online Integral Factor machen? Das wurde schon öfter so ein bisschen an mich herangetragen. Könnte man nicht. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich habe es mal versucht, das hat nicht funktioniert. Aber es gibt den. Es ist jetzt schon öfters mal an mich herangetragen, ja, Flui, könntest du nicht mal. Und ich habe jetzt gesagt, okay, wir werden das in 2 Wochen, das heißt, wir haben heute den 1. März. Das heißt, am 13. März, da wo der eigentlich theoretisch der nächste Variant Showdown-Stream kommen müsste, werden wir einen Sword Art Online Interquell Factor Community-Stream machen. Ich werde das nochmal vorher ankündigen und dann können wir gerne da was mit Community-Sachen machen. Es wird erstmal nur ein einmaliges Event bleiben, also es wird nur einmal bleiben, aber ich werde dann mal gucken, wie das läuft und werde dann in Zukunft entscheiden, okay, macht man das vielleicht regelmäßig, je nachdem natürlich, wie das denn bei euch ankommt, dieser Sword Art Online Integral Factor Community Stream. Ich würde erstmal das erstmal bei einem Event lassen und gucken, wie das läuft und dann entscheiden, okay, in was für eine Regelmäßigkeit können wir das machen, also aber ansonsten werden im Grunde genommen Livestreams hier auf dem YouTube-Kanal sterben bzw. beendet. Das heißt, am 13. wird es nochmal einen Stream geben mit dem Interquell Factor und dann schauen wir mal, wie das denn wird. Vielleicht könnte man das dann in einer gewissen Regelmäßigkeit machen, vielleicht dann sogar auf den Samstag verlegen, dass das dann vielleicht auch zeitlich für euch alle so ein bisschen passt. Ich habe ja damals montags gestreamt, weil damals es so war, dass dienstags Rufus FIFA gestreamt hat und immer mittwochs FIFA gestreamt hat.
Irgendwann hat Rufus aufgehört, mit FIFA zu streamen. Und irgendwann hat auch immer aufgehört, FIFA zu streamen. Das war ja auch der Grund, warum ich mich auf Montag spezialisiert habe. Es lag ja nicht jetzt nur an SEO, sondern es lag ja grundsätzlich daran, dass ich einfach bei den Streams von Rufus und Hillmann dabei sein wollte. Und ich dann gesagt habe, okay, Donnerstag, Freitag, Samstag ist ein bisschen doof. Und ich wollte halt bei den beiden Streams dabei sein. Deshalb habe ich meinen Stream auf Montag gemacht. Es war ja damals auch so, dass wir eigentlich auch FIFA-Streams auf Montag gelegt haben. Und deswegen kam ja der ganze Montag zustande, weil ich bei den Streams von Rufus und Hillmann dabei sein wollte. Kuriose Geschichte. Deswegen ist das hier überhaupt alles am Montag entstanden. Aber ja, vielleicht, ich werde das auf jeden Fall in 2 Wochen am Montag nochmal machen. Also das heißt am 13. Wenn ich das richtig gesehen habe, ich gucke nochmal, ob es jetzt wirklich der 13. ist. Nicht, dass ich mal geguckt habe. Also laut meinem Kalender ist es der 13. Das ist nochmal Montag. Da würde ich auf jeden Fall das nochmal mit dem Community-Stream machen. Und dann können wir mal vielleicht überlegen, dass man das vielleicht auch an einem Samstag mal machen könnte. Was es vielleicht euch für euch passender machen würde. Ja, apropos Ende, ich würde auch gerne auch noch mal was zum Ende sagen. Ich werde das nächste Woche auch in einem separaten Video machen. Und zwar wird es in meinem, ja, Social Media Accounts ein bisschen was anders geben. Oder grundsätzlich, was meine Außenbetrachtung in Sachen Social Media angeht. Viele haben vielleicht bemerkt, dass ich Facebook habe und da jetzt mittlerweile fast nichts mehr bzw. gar nichts mehr kommt. Gerade Twitter, die Twitter-Account-Seite nutze ich ja auch viel privat. Und gerade aber Facebook nutze ich halt gar nicht mehr so stark, weil auch Facebook das teilweise so komisch gemacht hat. Ich weiß nicht, wer von euch eine Fanseite hat, aber die Leute, die Facebook als Fanseite haben, wissen, was ich meine. Facebook hat das echt dumm gemacht, gerade auch wenn irgendwelche Nachrichten reinkommen, ist das echt scheiße gemacht von Facebook. Sorry für den harten Ausdruck, aber Facebook ist echt kacke geworden. Deswegen habe ich vor, die Facebook-Fanpage zu beenden. Also heißt, Facebook wird es nicht mehr geben. Das heißt, ich werde diese Fanseite löschen. Das heißt, es wird dann nur noch Twitter, Discord. Aber ja, Facebook wird ersetzt, aber es wird durch was anderes hinzugefügt. Und zwar habe ich vor, einen Instagram-Account zu erstellen. Den werde ich nächste Woche Mittwoch nochmal schön präsentieren euch. Und auch, was ich da so ein bisschen vorhabe. Ich möchte es hier jetzt schon mal für die Leute erzählen, die hier immer noch bei diesem Video dabei sind. Ich meine, das Video geht jetzt auch schon fast eine Stunde. Deswegen kann ich das so ein bisschen erzählen, warum jetzt Instagram... Ich nutze ja auch Twitter so schon, das ist ja ebenfalls so ein bisschen meine private Sache und mache da parallel noch Sachen für YouTube. Und das habe ich dann ebenfalls jetzt auch vor, bei Instagram zu machen, dass ich auch so ein bisschen Instagram mehr mache, auch weil Facebook ja viele Leute nicht mehr mögen und eher auf Instagram sind. Und außerdem würde ich gerne halt Instagram mal versuchen und zu gucken, okay, funktioniert das vielleicht? Also Twitter ist eher so, ja, naja... aber dadurch, dass es halt privat nutzt, ist das für mich ja nicht schlimm. Facebook, dadurch, dass es halt nur eine Fanseite ist, kann ich das ohne Probleme weghauen. Und Instagram würde ich halt mal gerne versuchen zu gucken, okay, kann das funktionieren oder funktioniert das? Wie gesagt, ich würde das dann halt auch als privaten Account sehen und da wird dann halt auch noch ein paar andere Sachen kommen, also die nicht nur Sword Art Online sind, auch so ein bisschen neben Sword Art Online. Also ich habe da so ein bisschen Fußball geplant. Ich habe ja gesagt, dass ich am Freitag und Sonntag zum Beispiel in Wolfsburg bzw. in Magdeburg bin. Da wird es wahrscheinlich dann was geben. Aber ja, ich würde es halt einfach gerne mal versuchen zu gucken, okay, wie läuft das, ob ihr das auch annehmt. Das heißt, falls ihr mir irgendwelche Fragen stellen wollt, die irgendwie privat was angeht, könnt ihr das dann ab Mittwoch dann auf Instagram bzw. natürlich immer bei Twitter, aber natürlich immer bei Discord oder bei Steam oder... PlayStation natürlich auch immer gerne machen. Kommen wir zu einer weiteren Sache, die in Zukunft euch auf diesem YouTube-Kanal erfassen wird. Erstmal zu einer Sache, die in Sachen Videocontent passieren wird. Und zwar habe ich vor, dadurch, dass bald im Grunde genommen ja der zweite Film, Sword Art Online, Shards of the Deep Night, ebenfalls als Blu-ray und DVD herauskommen wird, ich kann den Film ja
habe ich ja schon mal gesagt, nicht hier jetzt als Sword Art Online in Minuten bringen. Ich habe das ja mit Progressive versucht, aber es wurde von YouTube bzw. von den Japanern abgelehnt bzw. gesperrt, um es mal so zu sagen. Ich habe dafür keinen Strike bekommen, aber trotzdem, es wurde von den Japanern gesperrt. Deswegen kann ich da kein Video, in Minuten machen. Aber ich habe vor, eine gewisse andere Art von Zusammenfassung auf dem Kanal zu machen zu dem Progressive-Film. Und möchte da auch in Zukunft dann ein bisschen mehr in die Analyse gehen. Das heißt, wenn ich dann den Film habe, sagen wir mal wahrscheinlich im Juni, das heißt im Sommer circa Juni, Juli, August, so wird es auf meinem Kanal mehr Sword Art Online Progressive Content geben und ich werde ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich viele Ideen habe für Sword Art Online Progressive und ich mache da eine sehr große Zusammenfassung, wo ihr dann, selbst wenn ihr den Film nicht gesehen habt und sagt, okay, ich kann den Film nicht gucken oder ich habe den Film nicht gesehen, weil ich zum Beispiel keine Englisch kann, ich werde euch das wirklich zusammenfassen, aber halt in einer anderen Form als in den Sword Art Online in Minuten, aber trotzdem halt in Bilderform, nur halt in Bewegtbildmaterial nicht. Also ich sag mal so, ich möchte noch nicht zu viel verraten, was da euch erwartet, aber wenn ich den Film Shards of the Deep Night gesehen habe und analysiert habe, dann wird es dazu zu dem progressiven Film eine etwas größere Zusammenfassung und auch dann in Zukunft mehr Videos dazu geben. Ja, das ist das, was euch so ein bisschen erwartet und auch noch eine etwas andere Neuigkeit. Ich habe ja gesagt, dass ich so ein bisschen meine Social Media Sachen ein bisschen upgraden möchte und ja, etwas, ich habe ja gesagt, dass ich Instagram gerne versuchen möchte. Es gibt auch noch etwas anderes, was ich gerne versuchen möchte. Ich denke mal, der ein oder andere würde jetzt mit den Augen rollen, aber ich würde es gerne auch mal versuchen und zu gucken, weil gerade auch, weil ich ein paar Ideen habe und zu gucken, kann man vielleicht auch seinen YouTube-Kanal, dadurch, dass wir jetzt das Problem haben, dass von Sword Art Online jetzt im Deutschen nichts kommt, dass ich vielleicht sage, okay, ich kann vielleicht Zuschauer oder Abonnenten mehr über diese Seite auf den Kanal holen und das wäre die Plattform TikTok. Ja, ich weiß, ihr rollt jetzt mit den Augen und denkt, ach, jetzt macht der Typ sogar nach TikTok. Ach du Scheiße. Ja, ich habe tatsächlich vor, ein paar TikToks zu machen. Ich habe einige coole Ideen, die ich dann so ein bisschen in Zukunft vorhabe. Und ja, es ist auf jeden Fall so eine Sache, die ich gerne versuchen möchte und mal ein bisschen testen möchte, mich da so ein bisschen ausprobieren möchte. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich mich gerne einfach weiterentwickeln möchte auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich gerne ein neues Mikrofon hätte, hat leider nicht funktioniert. Ne? Habe ich ja, Vorgängersstory kann ich da empfehlen. Da habe ich ja ebenfalls gesagt, dass ich beim Video-Editing gerne besser werden würde. Aber ich habe jetzt mittlerweile schon alles aus meinem Sony Vegas-Programm rausgeholt, was es so alles so an Möglichkeiten gibt. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich theoretisch sowas wie Premiere Pro und Photoshop und Adobe After Effects bräuchte, um das so zu machen, wie ich mir das denke und wie ich mir das vorstelle. Aber ja, Adobe Produkte sind halt verdammt teuer und ich möchte die mir nicht irgendwie als Crack-Version holen, als irgendwie als illegale Version. Also wenn ich denn Adobe Programme nutze, dann würde ich die gerne dann doch schon legal nutzen. Problem ist nur, dass Adobe halt verdammt teuer ist und ich habe halt einfach jetzt schon sehr viel rausgeholt, auch so an den Thumbnails versuche ich immer mehr, gerade durch GIMP, ein bisschen mehr rauszuholen. Aber ja, irgendwo stoße ich dann jetzt auch schon so ein bisschen an meine Grenzen, einfach weil ich nicht die Möglichkeiten habe, die zum Beispiel dann halt die Adobe-Produkte wie Premiere Pro, After Effects und gerade halt auch Photoshop, wo ich halt gerade da nochmal meinen Kanal nochmal upgraden könnte, nochmal ein bisschen was Besseres machen könnte. Ich hatte eigentlich eine ziemlich coole Idee, aber ich habe halt nicht die Produkte und es ist mir persönlich einfach zu teuer und deswegen kann ich das nicht stemmen. Auch weiterhin so ein neues Mikrofon würde ich gerne haben. Ich weiß, dass du mein Mikrofon hast. Ich weiß es, dass da viele Leute mein Mikrofon hassen. Aber ja, ich kann halt leider nichts ändern. Es gab da schon die Sache, ja, kauf dir doch diesen Pop-Up-Schutz. Das hatte ich schon mal, aber der war halt richtig scheiße. Das funktioniert bei meinem Mikrofon nicht. Ist alles möglich schon versucht und ich weiß, dass mein Mikrofon scheiße ist. Aber ich müsste jetzt erstmal weiterhin mit der Situation so bleiben, einfach weil wir auch mit der Situation so ein bisschen doof sind. Ja, kommen wir nochmal zurück. Ich bin jetzt ein bisschen wieder abgeschweift. Ich wollte über TikTok sprechen. Wie gesagt, ich habe ein paar Ideen für TikTok und wie gesagt, würde gerne da mein Content so ein bisschen erweitern. Auch da wird es dann die offizielle Premiere dann auch am Mittwoch geben und euch dann auch so ein bisschen vorstellen, was es da so ein bisschen auf TikTok gibt.
Was ich aber dazu sagen möchte, ist, dass die Videos, die auf TikTok kommen, nicht nur auf TikTok kommen, sondern sie werden auch auf YouTube kommen, sondern über YouTube Shorts. Ich möchte da jetzt bis nächste Woche, möchte ich da jetzt noch einiges ausprobieren, wie das überhaupt mit YouTube Shorts hier auf YouTube funktioniert. Da werde ich das ein oder andere Testvideo auch hochladen. Das werde ich vielleicht auch auf einiges privat stellen. Also sollte auf aus Versehen mal ein komisches Video bei euch in der Abo-Box landen und ihr denkt, hä? Warum kommt jetzt hier ein YouTube-Shorts-Video von Flui? Hä, was ist das? Für jetzt diese nächste Woche sind das jetzt aktuell neue Testprojekte, wo ich jetzt ein bisschen das austesten möchte. Das heißt, die Sachen, falls ihr jetzt sagt, ich hasse TikTok, ich mag das nicht, müsst ihr jetzt nicht meinen TikTok-Account jetzt gerne TikTok-Account folgen, liken. Ich bin jetzt noch nicht so krass im TikTok-Game, versuche mich gerade da so ein bisschen einzuarbeiten. Das heißt, falls ihr sagt, ey, ich möchte da jetzt bei TikTok nicht dabei sein, müsst ihr nicht, dann könnt ihr weiterhin bei mir auf dem YouTube-Kanal bleiben und dann die Shorts einfach gucken, sondern ich habe das dann vor, dass ich die TikToks hochlade und dann vielleicht zu gewissen Zeitversetzt, dass ich diese dann auf YouTube hochlade in Shorts. Also wie gesagt, ich möchte das so ein bisschen austesten, ein bisschen gucken und einfach meinen Kanal so ein bisschen erweitern und einfach ein bisschen mich mehr austesten. Wie gesagt, ich würde das gerne einfach mal versuchen. Es kann sein, dass das vielleicht nach einem halben Jahr wieder in die Tonne gekloppt wird und ich sage, okay, das ist scheiße, mache ich nicht mehr weiter. Aber ich möchte es halt einfach mal versuchen und mich da so ein bisschen einfach auszuweiten und auch vielleicht kann man auch ein bisschen was lernen. Gerade bei TikTok kann man vielleicht auch ein bisschen was lernen, auch bei Instagram kann man vielleicht ein bisschen was lernen. Und ich bin ein Mensch, der gerne mehr neue Sachen lernt, gerade was in so Internetkultur und natürlich was beliebt ist, auch gerne einfach ein bisschen mehr weiterlernen und ein bisschen mehr lernen möchte. Da möchte ich mich gerne so ein bisschen weiter vor Ort arbeiten und deswegen möchte ich das gerne mal versuchen. Falls ihr sagt, finde ich das doof, könnt ihr das halt einfach ignorieren, aber wie gesagt, ich würde es gerne mal austesten. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon mittlerweile beim Ende dieses Videos und natürlich stellt sich auch so langsam ein bisschen die Frage, ja, wie lange wird es denn jetzt überhaupt noch Flui geben? Ich meine, wir sind jetzt beim 10. Jahr. Es ist jetzt schon ziemlich lang her. Ich habe ja bei den 10 Jahren noch gar nicht gesagt, wir hatten ja dieses Jahr das besondere Special mit SEO. Da habe ich ja einen 14-Stunden-Stream gemacht. Der ist mittlerweile leider gesperrt und wurde beziehungsweise von YouTube auch von 14 auf 12 Stunden zusammengekürzt. Warum auch immer. Warum YouTube da denn keine zwei Videos gemacht hat, verstehe ich zwar nicht. Aber das wurde jetzt leider ja von YouTube down genommen. Und die Leute, die meine 14 Stunden gesehen haben, wissen, dass ich da ebenfalls gerade denn in der Nacht beziehungsweise denn am Abend, um genauer zu sein, denn ebenfalls darüber so ein bisschen gesprochen habe, was denn jetzt in diesen, wie lange ich denn jetzt YouTube mache. Und ich habe so einen gewissen Termin ja angepeilt, den ich persönlich einfach für sehr gut halten würde. Und diesen strebe ich tatsächlich auch weiterhin an. Also es gibt schon eine Idee. Die Leute, die meine 14-Stunden-Stream gesehen haben, komplett wissen, was ich meine. Die Leute, die das nicht gesehen haben, ja, die fragen sich, hä, was meint der Flui? Ich möchte das jetzt nicht wiederholen. Einfach, weil ich diesen Termin zwar schon sehr cool finde, aber ich halt immer noch nicht zu 100% weiß, ob ich diesen Termin auch wirklich einhalte. Bis dahin ist ja auch noch ziemlich viel Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt dieses Jahr jetzt noch ist, sondern es ist so ein bisschen was in der Zukunft. Wie gesagt, die Leute, die beim 14-Stunden-Stream dabei waren, wissen, welchen Termin ich meine. Und ja, ich finde diesen Termin eigentlich ganz interessant. Würde diesen gerne anpeilen. Ob ich diesen Termin denn auch wirklich einhalte oder ob es dann vielleicht später wird und ich sage, okay, wir machen trotzdem weiter. Oder ob ich sage, okay, ich nehme den Termin und bis dahin ist es dann vorbei. Kann ich jetzt noch nicht zu 100% sagen. Also man weiß ja auch nicht, was in Zukunft passiert. Ne? Also wir hatten ja jetzt 2-3 Jahre Corona, jetzt haben wir das. Und das, ne, ich möchte da jetzt nicht das Video jetzt noch irgendwie kritisch oder problematisch jetzt noch beenden. Man weiß ja auch nicht immer, was in Zukunft passieren wird. Man weiß nicht, was in Zukunft passiert. Und man wird ja ebenfalls nicht jünger, aber ja, ich sag mal so, ewig kann es natürlich nicht weitergehen. Und es sind jetzt mittlerweile schon 10 Jahre. Irgendwann kommt man natürlich an den Punkt, wo man sagt, okay, man hat jetzt alles gesehen, man hat alles erlebt und man hat alles versucht. Und irgendwann muss es dann halt auch um einen
dann vorbei sein. Und ja, wie gesagt, ich würde gerne diesen Termin ansprechen, aber anstreben. Aber man weiß ja nicht so ein bisschen, was in Zukunft passieren wird. Das heißt, ja, es bleibt dabei ewig. Für immer und ewig wird es hier nicht weitergehen. Ich habe ja schon gesagt, ich mache diesen Kanal, ihr habt am Anfang des Videos gesehen, ich mache diesen Kanal nur aus Spaß. Am Anfang, weil ich eigentlich Journalist werden wollte, um mich dann zu verbessern. Und dann, weil ich einfach so viele coole Leute getroffen habe, habe ich diesen Kanal weitergemacht. Und dadurch, man sagt ja immer so schön, viele Leute machen das ja nur aus Spaß, aber irgendwann ist man halt irgendwann an dem Punkt, wo man sagt, okay, es macht zwar Spaß, aber man ist irgendwann an dem Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht reicht's einfach. Reichen heißt übrigens bei mir, dass es denn nicht heißt, dass ich dann für immer und ewig weg bin. Also das möchte ich auch mal sagen. Falls ich diesen Termin, den ich da angesprochen habe, wirklich nehme und da dann wirklich sage, okay, ist es beendet, heißt es nicht, ist es beendet. Gerade wenn, ich habe ja gesagt, ich mach Sword Art Online nicht nur, weil es auf diesem Kanal super läuft, das ist einfach nur ein positiver Nebeneffekt, dass dies auf diesem Kanal ist, dass Sword Art Online ziemlich gut läuft. Aber gerade wenn neue Sword Art Online Staffel, ich habe ja gesagt, Moon Cradle ist ziemlich cool, Unity Ring wird langsam ebenfalls ziemlich episch. Falls da dann irgendwann ein Anime kommt oder ein Film kommt oder neue Spiele kommen, dann ist natürlich die Möglichkeit, dass ich mal wieder zurückkomme und darüber spreche, weil, wie gesagt, ich liebe Sword Art Online und das tue ich jetzt schon seit Jahren, obwohl ich mich mit diesem Thema Sword Art Online so intensiv befasse. Trotzdem liebe ich diese Serie, diese Zeit einfach mit SEO einfach so gerne. Und natürlich habe ich auch vor, denn darüber etwas zu sagen. Das heißt, falls ich denn meinen Kanal beendet und, keine Ahnung, ein Jahr später kommt eine neue Staffel raus, dann wird es natürlich hier auch wieder ein Video geben oder ein, zwei Videos geben, wo ich dann halt über die Staffel und alles mögliche spreche. Vielleicht ein Anime-Minuten-Video dazu mache oder sonst irgendwie ein, zwei Videos noch dazu mache, weil ich einfach darüber reden möchte. Dann kann es sein, dass es hier dass auf dem Kanal was kommt, aber sollte da ansonsten nichts Neues kommen, dann ist das Thema im Grunde genommen YouTube beendet und es kommt nur noch spontan Sachen zu, wenn Sword Art Online mal was Neues bringen sollte. Und das heißt, es würde nur noch ein spontaner Kanal sein, wo denn etwas hochkommt, wenn etwas Neues von SEO kommt. Das heißt, wenn ich dann irgendwann beende, heißt es einfach, dass regelmäßig Videos und Streams einfach nicht mehr kommen werden, sondern einfach, dass es bedeutet, es gibt keine, das heißt, wenn ich meinen Kanal beende, heißt es einfach, es bedeutet, dass jetzt nicht zum Beispiel jede Woche ein Video kommt oder alle zwei Wochen ein neues Video kommt, sondern es heißt dann, dass dann halt mal eine Pause von ein, zwei Monaten passieren kann, bis halt von Sword Art Online irgendwas Neues kommt oder falls ich über Sword Art Online irgendwas sagen möchte, wo ich sage, okay, darauf habe ich jetzt Lust, ein neues Video zu machen. Also, von daher, ich werde niemals für immer komplett weg sein, sondern es wird sich in eine andere Form dehnen, die halt etwas anders sein wird als die Form, die ihr jetzt kennt. Dafür macht mir einfach YouTube zu viel Spaß und dafür habe ich einfach an Sword Art Online zu viel Spaß. Und ich möchte halt einfach noch mehr über Sword Art Online reden, selbst wenn die Videos dann scheiße werden. Aber ich habe einfach Lust, über Sword Art Online zu reden. Also es wird dann eine andere Form annehmen. Aber das ist natürlich erstmal die Zukunft. Wie gesagt, man weiß nicht, was in Zukunft passiert. Man weiß nicht, was die Zukunft für uns bereithält. Ich hoffe, für euch hat die Zukunft nur positive Sachen. Und ich hoffe, dass die Zukunft ebenfalls für meinen YouTube-Kanal nur positive Sachen hervorhebt. Ich bedanke mich jedenfalls für dieses Video. Ich entschuldige mich dafür, dass das Video heute ein bisschen später kam. Aber ja, ihr habt es jetzt gesehen. Ich habe jetzt ziemlich viel lange gelabert und es hat jetzt ziemlich lange gedauert, das Video, dann wird dann wahrscheinlich ziemlich lange dauern, bis ich das Video durchgerendert habe. Ich entschuldige mich erstmal dafür, dass das Video heute so spät kam, aber ja. Das war auf jeden Fall das Video. Ich kann mich nochmal bedanken bei allen euren Support. Ich bedanke mich an jeden, die jetzt 10 Jahre dabei waren. Auch die Leute, die jetzt vielleicht nur seit einem Jahr dabei sind oder an die Leute, die jetzt gerade erst abonniert haben, bedanke ich mich dennoch dafür, dass ihr meinen Kanal so supportet und ich hoffe, dass ihr auch das in Zukunft supportet und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses Video. Ich entschuldige mich, dass das Video so lang ist. Ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen als Podcast genießen, diesen Flui-Podcast. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns dann in Zukunft wieder. Also, ja,
Bis dahin und ciao, euer Louis.